Ja, guten Tag, Frau Gabler. Echo kurz im Widerhall, die vierte. Ja, zum vierten Mal findet die Ausstellung in den Räumen des Künstlerbundes statt, in der Goethestraße 15. Am Samstag wird eröffnet. Ich habe Ihnen in der Vergangenheit bei den anderen drei Ausstellungen immer die Frage gestellt, warum diese beiden Künstlerinnen oder Künstler, warum haben Sie die zusammengebracht? Die Frage hat sich bewährt. Können Sie mir die auch in diesem Fall beantworten? Ja, sehr gerne. Die Künstlerinnen sind Petra Steger aus Warnemünde und Karin Kunkel aus Greifswald. Und ich habe bestimmte Arbeiten von beiden kombiniert und habe damit den Menschen als Thema zur Ausstellung gemacht, zu dieser Ausstellung, und den Menschen und seine Position auf der Erde oder wie er versucht, sich diese Position zu sichern oder sich selbst zu sichern. Und dafür habe ich zwei Arbeiten von Petra Steger ausgewählt. Und das sind jeweils Objekte. Und die eine Arbeit heißt Fette Beute und die andere heißt Rettungsweste. Und da fragt sie nach dem Umgang, den wir Menschen mit unserer Natur haben, also mit den Lebewesen, die in der Natur wohnen. Stellt diesen Umgang in Frage. Und mit der Rettungsweste hat sie nun ein sehr eindeutiges Symbol gewählt für die Rettung des Menschen. Und von Karin Kunkel habe ich die Arbeit Ad Acta ausgewählt. Sie benutzt Aktendeckel als Malgründe. Und das, da finde ich, spiegelt sich auch das Thema Sicherheit wider, denn sie hat diese Aktendeckel dienten mal zur Kategorisierung und diese Kategorisierung dienen der Vereinfachung und es beruhigt uns und es soll uns eben Sicherheit vermitteln. Und sie bricht es sehr schön wieder auf, indem sie hineinmalt. Und diese freien Bilder von ihr öffnen eigentlich eine neue Ebene und ein Dazwischen und holen die Individualität wieder zurück, die Kategorisierung unterbunden haben. Und dann damit haben beide ein ziemlich ähnliches Thema in den Gedanken, aber auch in ihren Bildern, dann diese so Objekt, also wie Körper, Mensch, Körper und auch die Lebewesen, wie zum Beispiel ein Reh oder so, das taucht bei beiden wieder auf. Vielen Dank dafür. Aber ich habe eben gesagt, das ist die vierte Ausstellung schon. Und insgesamt werden sieben in diesem Zyklus zu sehen sein. Können Sie schon ein kleines Zwischenresümee ziehen, wie erfolgreich Ihre Ausstellungen waren? Und ja, und dann abschließend habe ich auch schon gleich die Frage, was können wir noch erwarten? Ja, also gerne ein Zwischenresümee. Das ist ja der Ausstellungsraum des Künstlerverbandes in Mecklenburg-Vorpommern. Und der stellt die Künstlerinnen und Künstler unseres Verbandes aus. Und das, finde ich, kann sich jedes Mal sehr sehen lassen. Ich finde, das sind immer gut gelungene Kombinationen geworden, aus dem ganzen Bundesland auch. Und was wir erwarten können, steht noch nicht in Gänze fest, aber so ein bisschen. Das nächste danach wird dann Zeichnung und Fotografie sein. Und ich weiß auch, dass wir im Winter nochmal Video planen, weil das einfach sich anbietet in der dunklen Jahreszeit. Und natürlich differenzieren wir das noch aus, jeweils zu den Ausstellungen, und freuen uns auf die restlichen und freuen uns, dass wir jetzt geöffnet haben. Na, vielen Dank. Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg bei den Ausstellungen und wir beobachten weiterhin, was ausgestellt wird. Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank auch fürs Interview. Gerne. Ja, guten Tag, Frau Steger. Guten Tag, Frau Kunkel. Sie stellen ab Samstag im Kunstraum in der Goethestraße 15 aus und Echo, Kunst im Widerhall. Das heißt immer, dass die Künstlerinnen und Künstler, die dort ausstellen, es sind immer mindestens zwei, aufeinander Bezug nehmen und Signale des anderen immer reflektieren. Eine Frage an Sie beide.
Können Sie sagen, ja, das hat jetzt gut gepasst? Vielleicht Frau Steger zuerst? Also ich fand es total super. Ich kannte entweder die Arbeiten von Frau Funkel nur auch von ihrer Website her und aus einer anderen Ausstellung. Hat mir schon gedacht, dass es gut passt, weil ich ihre Motive sehr passend fand. Und dann war ich auch wirklich positiv überrascht, als wir dann zusammen aufgehängt haben, weil ihre Motive ja teilweise meine Arbeiten aufnehmen. Also zum Beispiel dieses Reh oder dieser Hirschbock, der da ist, das ist ja mit dem Geweih und mit den Füßen genau mein Thema. Und es war wirklich wie die Ergänzung. Also ich fand das total schön. Also ich fand es auch sehr, sehr spannend. Ich hatte sie ja vorher schon mal irgendwo in den Medien gesehen, aber wir kannten uns ja in der Tat vorher gar nicht. Und auch also live habe ich die Sachen auch nicht gesehen. Und also ich für meinen Teil mit dieser Linie, die hat ja irgendwie etwas Sezierendes, also wie so ein Skalpell schneidendes. Und so ähnlich empfand ich eben auch diese Arbeiten, die ja dann zwar Objekte sind, aber die auch etwas, ich sag mal, von einem zuvorgehenden operativen Akt, also einer OP sozusagen haben. Und auch deine anderen Sachen, die du auch hast mit dem Sticken, also wir haben da schon auch eine Verbindung, von der ich vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt. Also, und im Raum haben wir natürlich aufeinander reagiert, also ja, in der Hängung und allem. Ja, ganz klar. Ich bin die Pathologin, also die einfach die Dinge aufschneidet und guckt und seziert. Und ich sammle ja auch zum Beispiel alle möglichen Tierpräparate. Und das ist ja in den Arbeiten oder in den Zeichnungen von Karin kommt das ja auch vor. Und das, von daher ergänzt sich das sehr schön. Ja, also ich würde eben sagen, du machst sehr viel mit den Tieren und in der Biologie. Und bei mir ist das Thema eben zurzeit also hauptsächlich der Mensch. Und es sind ja schon sehr viele Körperstrukturen und sehr viel Körperanatomie also auch vorhanden. Also insofern. Und einige Male kommen eben jetzt auch schon vermehrt die Tiere bei mir mit rein, aber das ist wahrscheinlich einfach Corona bedingt, weil ich jetzt mehr Kontakt zu Tieren hatte als zu Menschen vielleicht. Ja, also ich fand es sehr spannend. Ich kann das auch nur so bestätigen. Ja, Frau Kunkel, in der Ankündigung zur Ausstellung, da heißt es, dass man das Verdeckte und Unsichtbare in der Zerbrechlichkeit und Nacktheit des Menschen sichtbar machen will. Wie können Besucherinnen und Besucher das erfahren? Wie wird das stattfinden können? Wie können Sie ihnen helfen, das zu erfahren? Na, also so angedeutet, ne, was zu sehen ist, habe ich ja schon, aber grundsätzlich gebe ich nichts vor. Also es ist eine Einladung, meine Sachen sind ja auf Aktendeckeln platziert und zu erforschen, was ist dort sichtbar, und jeder Besucher, jede Besucherin wird das auch anders empfinden, also in dieser Konstellation, das, was zu sehen ist, und es sind sehr viele verschiedene Techniken auch übereinander gelegt, und es ist eben, das Medium an sich ist eine Akte. Und die beklebe ich zunächst wie mit einem Pflaster. Und da sind unten drunter auch so die Nummern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann grundiere ich sie, dann reiße ich wieder was ab. Es wird verletzt, es wird aber auch wieder irgendwie repariert oder sozusagen geheilt. Und dann aber auch wieder kommen alleine durch die Themen auf den Bildern, kommt natürlich auch sehr viel von mir persönlich auch mit da hinein, aber das, was ich bisher erfahren habe von denen, die es gesehen haben, das ist auch so, dass es jeder anders liest, und indem ich selber auf dieses Bild sehe und etwas empfinde, dann nehme ich ja auch etwas von mir selbst wahr und gebe es vielleicht zurück, oder es ist, dann, da sind wir auch wieder bei diesem Widerhall. Also ich lade ein, auch zu erforschen und zu erkunden, wie sehr man sich selber dort in diesen Sachen findet, wie oft man selber womöglich etwas verbergen möchte
und wie sehr man sich dann auch getroffen fühlt dadurch. Ja. Also möglicherweise ist es so. Aber es ist ein offener Prozess. Hm? Ja. Bei dem Titel Ad Acta, ich würde mal sagen, dass ganz, ganz viele Menschen, wenn sie das hören, Ad Acta, sofort assoziieren, Ad Acta legen, also weglegen und dann, damit hat sich's erledigt und damit ist es außer meinem Gesichtsfeld und außer meiner bewussten Wahrnehmung, also zu den Akten legen, das heißt vergessen. Und ist diese Assoziation gewollt? Also Ad Acta, da haben Sie recht, das ist ein Begriff, der ist im kollektiven Bewusstsein, im Gedächtnis. Und dennoch hat jeder Einzelne, jeder von uns ein anderes Bild zu diesem Ad Acta. Der eine schiebt vielleicht die Aktenordner ins Regal, die nächste macht das Hängeregister auf oder wieder andere sagen, ich mache die Schublade auf, da kommt was rein oder jetzt neuerdings eben die digitale Akte. Und was allem gemein ist, ist die Suche nach Systematisierung und dem Clustern. Also, und es ist durchaus ein sinnvoller Prozess, zum Beispiel auch in der Wissenschaft oder Forschung oder in größeren Institutionen. Aber man könnte schon hinterfragen, ob es an die Grenzen stößt, wenn es an das Clustern von Menschen geht. Das heißt also, ob die Komplexität eines Menschen in eine Akte hineinpasst. Und das ist die Frage, die ich auch damit stelle, weil jeder weiß ja selber von sich, wie oft man sich schon in einer Schublade wiedergefunden hat, in der man sich nicht gut fühlte. Und zugleich ist es auch eine Aufforderung zu hinterfragen, wie oft praktiziere ich selber das? Und andere Menschen, das ist eben auch sehr einfach und geht schnell in eine Zuordnung zu packen. Und und Ad Acta ist eben in dem, also in, so wie ich es sehe, kein zu den Akten und abgeschlossener Prozess, sondern im besten Fall, und so wird es bei mir sein, und vielleicht ist es ein Anstoß auch für andere, es ist ein offener Prozess, dass man Dinge wieder öffnet, sich selbst anderen öffnet und letztlich auch sich selbst. Weil mein Ansatz ist der, ich kann mich in dem Mensch sein, also ich kann mich in jedem anderen Menschen sehen. Das ist auch meine Antwort auf diese Selbstbildnisse. In der Gesamtheit des Menschseins, also Liebe, Hass, Trauer, Wut, Hoffnung, alles. Und der Ansatz ist, wenn ich mich in anderen erkenne, mehr erkenne, dann gehe ich milderer mit anderen Menschen um und auch am Ende wieder mit mir. Und das ist sozusagen vielleicht auch eine Aufforderung zum Menschsein, menschlich sein. Ja, Sie haben gerade gesagt, dann gehe ich milderer mit anderen Menschen um. In Ihrem Werk, Frau Steger, geht es darum, wie Menschen mit Tieren umgehen. Wenn Sie. Ja, wobei für die Natur, Entschuldigung. Also, konkret sieht man ja Tierfüße. Und die werden auf Trophäenbrettchen, wie die Jäger sie zum Beispiel haben. Jeder kennt Jäger und jeder kennt dieses Ritual. Und da frage ich natürlich, ist das im engeren Sinne eine Kritik an dem, wie Jäger damit umgehen, im weiteren Sinne, wie wir überhaupt als Menschen mit der Natur umgehen. Das wäre die große Perspektive. Allerdings natürlich verengt, indem Sie es definitiv auf die Jagd beziehen, weil das ist ja offensichtlich. Also diese Form der Trophäenbrettchen, die fällt ja sofort ins Auge. Mhm. Gut, ich denke, die Tiere sind eine Metapher für die Natur im Allgemeinen. Also das ist im Moment mein Thema in allen anderen Arbeiten, die ich auch mache. Es geht eigentlich immer um die Frage, wie wir Menschen mit unserer Umwelt, mit der Natur, natürlich mit den Tieren umgehen, inwieweit wir uns als Menschen darüber erheben und bestimmen wollen, was wir und wie wir mit der Natur umgehen. Wir bestimmen, wie die Tiere gehalten werden, wir behandeln sie als Objekte.
Und das ist eigentlich der Punkt, dass ich denke, dass wir viel mehr wieder dahin kommen müssen, dass wir uns eins fühlen mit der Natur, beziehungsweise darauf achten, was wir mit der Natur machen, wie wir überhaupt leben wollen. Ich meine, das Thema Klima ist in aller Munde und das muss ich aber jetzt nicht auch noch damit thematisieren. Es geht mir eigentlich um das große Ganze. Und für mich war es eigentlich, der Ausgangspunkt war, dass ich gesehen habe, ich kenne auch Jäger und ich habe dann gesehen, das Fleisch wird verwertet, manchmal wird auch das Fell verwertet, aber alles andere wird weggeschmissen. Und dieses Wegschmeißen von etwas, das einmal gelebt hat, ob das jetzt eine Pflanze ist oder ob das ein Tier ist, das fällt mir immer schwer. Ich sammle auch in meinem Garten immer alles auf, weil ich das nicht wegschmeißen will und nicht wegschmeißen kann. Und bin ich dann darauf gekommen zu sagen, ja, ich muss diesem Rest der Natur eine bestimmte Achtung entgegenbringen und eine Würdigung. Und ich kenne Reliquien und Devotionalien aus meinem Elternhaus, weil mein Vater war ein großer Devotionaliensammler, er hat eine richtig große Sammlung. Und ich bin aufgewachsen als Kind mit Weihrauchfässchen und mit geschmückten Madonnen und mit diesen kleinen Altärchen und mit all diesen Glitzersachen, die dann da von den Nonnen oder auch von den einfachen Menschen gemacht worden sind. Und ich glaube, das sind so Erfahrungen, Kindheitserfahrungen, die ich jetzt dahin übertragen habe, dass ich sage, ich will diesen Überbleibseln der Jagd in dem Falle eine reliquienhafte Bedeutung geben, um zu sagen, eine Heilung ist vielleicht möglich, weil Reliquien waren ja früher auch bei den Menschen etwas, was sie genommen haben. Es sollten Stücke von Knochen sein oder es sollten Stücke von dem Kreuz Jesu sein oder irgendwas, wo sie dann geglaubt haben, das bringt mir Heilung, das hilft mir, das schützt mich. Und in dem Sinne würde ich sagen, verwende ich diese Relikte. Ja, auch wie bei Frau Kunkel, meine Nachfrage zum Titel, fette Beute, dann hat das wohl den Hintergrund, dass man sagt, wir haben fette Beute und wir erlauben uns so viel wegzuschmeißen von dem, was wir nutzen nur einen kleinen Teil und deswegen ist das für uns immer fette, reiche Beute. Wir haben die fette Beute, die Jäger machen die fette Beute, wenn sie die Strecke machen, dann legen sie das aus und schmücken die Tiere, die sie da erlegt haben. Und klar, ich habe dann die fette Beute gemacht, indem ich mir die Reste geholt habe. Das war für mich auch eine fette Beute. Also es war für mich ein gefundenes Fressen, dann damit was zu machen. Es sind ja keine Original-Tierfüße, die ich dort draufgesetzt habe, sondern ich habe die abgegossen und in Wachs oder in Latex, wie auch immer, und habe sie dann entsprechend präsentiert. Ja, dann nochmal an Sie beide die Frage, was haben Sie künstlerisch sich in der nächsten Zeit noch vorgenommen? Jetzt, Gott sei Dank, können Besucherinnen und Besucher wieder ganz ohne große Anmeldung und großes Verfahren in Ausstellungen kommen. Was können wir von Ihnen noch sehen? Frau Kunkel, vielleicht machen Sie... Ja, also Sie haben das schon so richtig gesagt. Also es ist natürlich, also bei mir und ich denke auch bei den anderen allen, ne, vieles ausgefallen oder verschoben. Jetzt läuft eine ganze Menge an. Also ich hoffe darauf, dass das auch nachgeholt wird, auch in Schwerin. War eine Doppelausstellung geplant und auch noch in Rostock eine Einzelausstellung. Und ansonsten konkret künstlerisch, also ich bin ja seit neuestem Mitglied im Berufsverband der bildenden Künstler im BBK, da läuft aktuell die Ausstellung, da kann ich ja gleich nochmal die Werbung für machen, die ist noch bis zum 15. August zu sehen und auch in Meslin boisifiziert. Bei mir war es so, dass ich durch Corona, aber auch durch eine Erkrankung sehr auf mich zurückgeworfen war und früher habe ich sehr, also auch gerne großformatig und gestisch gearbeitet und in dieser Zeit bin ich dann eben auf dieses recht handliche Aktenformat gekommen und auch auf diese präzise Linie. Und ich habe die Hoffnung, dass ich wieder zurückfinde zu dem größeren Format auch und vieles, was ich in dieser Zeit jetzt gedanklich
aufgenommen habe, wird sicherlich in irgendeiner Form, und da haben wir es wieder, Widerhall finden in den nächsten Arbeiten. Und ja, und ansonsten werde ich weiter seriell arbeiten. Und möglicherweise werde ich auch Frau Steger nochmal Petra kontaktieren, weil gerade in der letzten Zeit bin ich auch tatsächlich mehr auf das Thema Natur gekommen. Und das wird sicherlich auch in diese Richtung weitergehen. Und ganz konkret, also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich in diesem Mentoring-Programm Kunst, das wird ja auch von der Anne-Kathrin Siems geleitet dort in Schwerin, da aufgenommen bin. Und da habe ich auch überhaupt nur erst von dieser Echo-Ausstellung erfahren und werde mich dann auch weiter in diese Richtung, auch bei Sachen bewerben. Und ja, und diesen künstlerischen und auch intellektuellen Austausch hoffentlich irgendwann mal nicht mehr nur über Zoom pflegen. Also so. Insofern, es geht wieder los, hoffe ich. Frau Steger, was werden wir von Ihnen noch sehen in der nächsten Zukunft? Also konkret habe ich jetzt, ich fahre jetzt erstmal für 3 Wochen in die Künstlerresidenz nach Island, nach Nest. Ich hoffe mir dort natürlich auf entsprechenden Natur- und Strandbeobachtungen auch noch reiche Beute, fette Beute für meine Arbeiten. Und es ist, ansonsten bin ich im Moment dabei und ich habe ganz viel gezeichnet, auch gerade jetzt in den Corona-Zeiten. Und da ging es eigentlich immer um die Verbindung von Mensch und Natur. Also es ging darum, es waren immer Zwitterwesen, die geschaffen wurden. Menschen, Puppen, die mit Tiergliedmaßen operieren, die also keine eigenen Beine mehr haben, sondern sich dann Fuchsfüße holen oder irgendwelche anderen Teile von Tieren. Also es waren immer diese Hybride, die man auch in der griechischen Mythologie findet, von den Harpien über den Minotaurus. Also in solchen Wesen, mit solchen Wesensdingen beschäftige ich mich, sowohl zeichnerisch als auch als Objekt. Ich baue dann auch diese Objekte. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Zeig mal, hier gerade so ein wunderbares, Objekt. Das ist also so ein Zwitterwesen aus Natur und auf Latex, also Kunstteilen. Und solche Dinge baue ich im Moment auch in groß. Und ja, also das sind eigentlich so die konkreten Pläne. Und ansonsten werde ich im November in Wismar ausstellen, im Kunstverein mit 3 anderen Frauen aus unserer, ich bin in einer Künstlergruppe, Künstlerinnengruppe, die heißt Interferenzen. Also wir stellen ziemlich viel zusammen aus. Wir hatten jetzt eine große Ausstellung in Passau, im September in Augsburg zusammen und im November sind wir zusammen in Wismar. Also da werde ich dann mit den anderen 3 zu sehen sein. Gut, das heißt, wir werden weiterhin. Ja. Da fällt mir noch was ein, genau, wo du das gerade sagst, Künstlerinnengruppe. Ich bin nämlich auch in einer Künstlerinnengruppe kollektiv und wir greifen auch das Thema todesmutig auf. Das wird von der Nordkirche aufgebaut, also das startet, glaube ich, in Kiel und läuft dann ein Jahr und da können auch natürlich landesweit auch noch weitere KünstlerInnen mitmachen und wir werden zu Kunst heute hier als eine Künstlerinnengruppe was ja in, also ausstellen oder vielleicht auch performen. Und da ist auch wieder eine Künstlerin mit dabei aus der Nähe von Schwerin, Kairi Uibo. Und auch von hier aus der Region, also da, ja, mir fällt immer, wenn ich dann gefragt werde, so auf ad hoc gar nicht alles ein. Aber gut, dass du das gesagt hast. Ja. Gut, wir werden in jedem Fall von Ihnen beiden weiterhin hören und sehen. Und jetzt erstmal zur Ausstellung hier kann ich Ihnen nur sagen, da wünschen wir Ihnen viel Widerhall, viel Publikum, viele Menschen, die Ihre Ausstellung besuchen und Ihnen viel Erfolg und für Sie, für Ihr weiteres Schaffen, alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, danke. Recht vielen Dank.